KI ist extrem in aller Munde und vielleicht hast du auch schon daran gedacht, mit KI Geld zu verdienen und dir vielleicht die ein oder andere Aktie anzuschauen, die auch von diesem KI-Hype in den nächsten Monaten und Jahren profitieren wird. Aber es gibt eine Sache, die fast niemand auf dem Schirm hat. Ich habe es zumindest noch nie in irgendeinem Video, in irgendeinem Artikel gesehen, dass auch beim Thema KI darauf hingewiesen wird, dass eben wieder die typischen Gefahren da sind, die bei jedem neuen Thema, in Anführungszeichen neuen Thema, da sind. Das ist quasi der Gartner Hype Cycle und den möchte ich mit dir heute in dem Video besprechen, damit du am Ende des Videos ganz genau weißt, erstens, welche Aktien für dich interessant sein könnten und zweitens vor allem auch, was noch viel, viel wichtiger ist, welche Aktien eben ja genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich als Ziel hast, machen werden. Die werden vielleicht sehr, sehr krass an Wert verlieren, weil das in jedem Hype passiert. Genauso wie es irgendwo bei Krypto damals war, wie es mit dem Internet in den 2000er Jahren war, wird es auch jetzt bei KI so sein, dass vielleicht in wenigen Jahren einige Firmen zwar versucht haben, irgendwo technologisch KI zu implementieren oder KI-Anwendung auf den Markt zu bringen. Diese Firmen wird es aber vielleicht in ein paar Jahren dann nicht mehr geben. Und du möchtest natürlich nur Unternehmen im Depot haben, in einem Aktiendepot haben, die auch langfristig immer mehr wert werden, die auch noch in 10 Jahren da sind. So, was ist jetzt der Gartner Hype Cycle? Ja, im Endeffekt ist das ein Prozess, ein Zyklus und ich werde dir den jetzt einfach mal komplett von vorne erklären. Es gibt hier quasi immer einen Auslöser und das ist quasi in jedem Fall ein technologischer Auslöser. Das beispielsweise kann es sein, dass Kryptowährung plötzlich in aller Munde ist. Das kann sein, wann hat das angefangen mit den NFTs? Vor 2 Jahren ungefähr. Ja, das als NFT ist genau das Gleiche passiert. Können wir auch gleich mal ein paar praktische Beispiele durchgehen. Das heißt, es entsteht quasi ein neuer Hype durch einen technologischen, im Endeffekt ein Auslöser, wo die Leute plötzlich mehr Aufmerksamkeit drauf setzen. Ja, das heißt, KI gibt es jetzt nicht seit gestern. NFTs gab es auch schon sehr, sehr lange und Krypto gibt es auch schon einige Jahre. Wichtig ist, dass natürlich der technologische Auslöser auch bedeutet, dass natürlich zu dem Moment die maximale Aufmerksamkeit durch generell die Gesellschaft, durch die Medien, durch Videos, durch Influencer auf diese Thematik eben drauf kommt. Ne? Und dann gibt es halt quasi, hier haben wir einmal diese Achse, das heißt die Aufmerksamkeitsachse und die Zeitachse. Und es ist immer etwas, was in jedem Fall passiert, was auch bei KI passieren wird, was bei jeder neuen Technologie passiert. Das ist ein Gesetz. Das ist quasi, dass wir hier erstmal einen rapiden Anstieg der Aufmerksamkeit für das Thema haben. Und das Problem ist, gerade wenn Themen neu sind, dann werden sie natürlich sehr gehypt. Ja, dann ist das das nächste Ding. Wir haben es bei der Nvidia-Aktie gesehen, gerade in dem KI-Thema. Ja, da haben wir gesehen, dass natürlich die Nvidia-Aktie extrem stark gestiegen ist, die Hoffnungen sehr, sehr groß sind, dass KI jetzt, dass unser ganzes Leben verändert, ob das jetzt so sein mag oder nicht, anderes Thema, aber die Hoffnung, das, was so eingepreist wird, was man sich irgendwo so vorstellt, das schießt erstmal ganz krass nach oben. Und wir können ja, bevor wir zu dem Thema KI gehen, das Ganze mal mit einem vergangenen Hype-Cycle hier uns anschauen. Nehmen wir jetzt mal das Thema Kryptowährung, da hatten wir hier diesen technologischen Auslöser. Nehmen wir mal das Jahr 2016, 2017, da gab es Kryptowährung schon, aber da ist wirklich diese Aufmerksamkeit auf dieses Thema gegangen und medial und gesellschaftlich ist das hier wirklich ganz, ganz hochgeschossen. Und dann gibt es halt den Gipfel der überzogenen Erwartungen. Ja, das heißt, die Erwartung für diese Zukunftstechnologie, Krypto, die war einfach so hoch, dass man irgendwie im Jahr 2017 davon ausgegangen ist, hey, damit werden wir bald alle bezahlen, alle Geschäfte werden das implementieren, es wird keinen Euro mehr geben, wir wollen unabhängig sein. Das heißt, diese Technologie, da war so ein krasser Hype drin, dass einfach Leute gesagt haben, hey, ich schichte meine ganzen Ersparnisse um, weil das ist ja jetzt so cool. Von Monat zu Monat habe ich da steigende Renditen, klasse, das kann mir das Sparbuch nicht bieten, aber haben überhaupt nicht daran gedacht, mal rational zu überlegen, was sie da eigentlich gerade machen. Und haben natürlich dann auch massiv Geld verloren, als dann der Krypto-Crash 2017 eben auch teilweise die Depots Richtung 60, 70, 80%, 90% ins Minus gezogen hat. Und das ist, wie gesagt, dann bei jeder Technologie. Und dann passiert eigentlich Folgendes. Und das ist bei Krypto tatsächlich auch passiert. Ja, dann kommt man so ein bisschen, die Aufmerksamkeit geht weg. Und dann gibt es hier unten quasi das Tal der Enttäuschungen. Und das Problem ist, in dieser Phase, das beleuchten wir jetzt gleich auch nochmal bei KI, in dieser Phase kommen natürlich sehr viele, bei Krypto waren es viele Krypto-Scams, Unternehmen, die sich natürlich hier reinschmeißen. Und ich sag mal, in diesem Gipfel der überzogenen Erwartungen sind natürlich viele blinde Anleger, die dann natürlich sagen, hey, alles, was irgendwo mit diesem Thema zu tun hat, mit diesem Krypto-Thema zu tun hat, kaufen. Weil es ist ja so krass, weil die Erwartungen so überzogen sind. Und hier ist dann genau das Gegenteil der Fall. Wir haben eben das Tal der Enttäuschungen. Das heißt, die meisten Leute haben eben ihre Kryptowährung verkauft. Viele Unternehmen sind pleite gegangen. Bei Krypto war es halt so, dass viele Börsen sogar mittlerweile pleite gegangen sind. Es gab den einen oder anderen Skandal auch mit den großen Kryptobörsen. Das heißt, die Enttäuschung war dann eben krass da.
Und dann passiert eigentlich das, was dann immer passiert, es geht dann in kleinen Schritten wieder voran. Hier bilden sich dann beim Vater Erleuchtung dann ja, vernünftige Unternehmen, die dann hier eben mit der Zeit das Ganze vernünftig irgendwo aufbauen. Ja. Und jetzt sehen wir, würde ich mal sagen, bei Krypto sind wir irgendwo zwischen diesen Phasen hier. Also bei Krypto muss ich sagen, ist es auch etwas Spezielles. Es dauert, es ist mit sehr vielen Regulierungen irgendwo in Verbindung. Natürlich hat auch der Staat das Interesse daran, sich nicht einfach ja, die Kontrolle über das Geldsystem wegnehmen zu lassen. Das heißt, das ist ein bisschen was anderes wie bei KI meiner Meinung nach. Und dann ist die letzte Phase noch das Plateau der Produktivität, ja, dass es dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen stagniert. Aber das ist so die typische Phase. Das war jetzt ein Beispiel anhand von Kryptowährung. Jetzt ist natürlich die große Frage, wo stehen wir denn jetzt bei KI und was kann ich dir mitgeben, dass du bei KI ja nicht einfach irgendwelche Aktien kaufst, wo du in 2 Jahren dann merkst, ja, die sind irgendwie nur noch 80-90% von dem Wert, was ich damals bezahlt habe. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. KI, würde ich mal so sagen, können wir fast für uns alle sprechen. Ja, ChatGPT hat eigentlich so dieses KI-Fenster nochmal extrem geöffnet. Ja, also es weiß gar nicht, wann das genau passiert ist. Ich glaube, es war letztes Jahr, Mitte des Jahres. Ja, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Auf jeden Fall seitdem, KI gibt es ja schon länger in vielen Anwendungen, ob es jetzt bei Spotify ist, ob es jetzt bei, wenn du auf YouTube irgendwas suchst, das sind ja alles künstliche Intelligenzen, die anhand von Algorithmen dir dann die Sachen vorschlagen, die eben für dich relevant sind. Aber was gefehlt hat im Alltag, dass jetzt eine normale Person wie du und ich, ja, auf seinem Handy, auf seinem PC eine Anwendung hat oder Anwendungen gibt, die man im Alltag benutzen kann, die auf KI eben basieren. Und das ist eben hier mit dem Hype durch ChatGPT, natürlich auch durch die sozialen Medien extrem losgegangen. Und ich würde sagen, bei KI befinden wir uns, kannst du ja selber mal unten in die Kommentare schreiben, was du für eine Einschätzung hast, wo wir uns jetzt ganz klar befinden. Ich würde aber wirklich rational sagen, dass wir jetzt noch nicht an einem übelsten Hype-Punkt sind. Aber ich würde, schätzungsweise ist natürlich schwer zu sagen, aber würde ich trotzdem sagen, dass wir uns irgendwo hier zwischen befinden. Ja, das heißt, wir haben jetzt extrem viele Sachen, die gehypt werden. Ja, wir haben extrem viele Unternehmen, die hier auf den Markt kommen. Wir haben teilweise meiner Meinung nach auch überzogene Erwartungen, ja, die in teilweise manchen Aktien schon eingepreist sind. Zum Beispiel bei Nvidia finde ich es einfach viel zu überzogen, was man doch für einen rapiden Kursanstieg gesehen hat innerhalb von einer kurzen Zeit. Da muss man natürlich als Anleger aufpassen. Wobei ich sagen muss, bei KI ist es jetzt nicht so katastrophal, wie ich es bei Krypto sehe, aber trotzdem wird es auch bei KI wieder ein Tal der Enttäuschung geben, dass man auf, ja, in die Realität zurückkommt, dass halt manche Anwendungen, manche Unternehmen es nicht geschafft haben. Weil das Problem ist jetzt, jedes Unternehmen, was sich irgendwie mit KI auch brüstet, ja, und sagt, hey, wir wollen natürlich in die künstliche Intelligenz rein, wir wollen dies, wir wollen das, das können kleine Unternehmen sein, aber auch große Unternehmen sein, wird von diesem Hype profitieren. Weil aktuell sind wir halt eher in dieser positiven Stimmung, was KI angeht. Vielleicht nutzt du auch schon KI im Alltag und es macht Spaß, es ist super, es ist krass, ja. Aber genauso war es auch bei NFTs im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, wo es dann hieß, NFTs, das ist das Neueste, es wird nichts anderes mehr geben. Und jetzt sind sehr, sehr viele Superstars auch, prominente, reiche Unternehmer, die mit ihren NFTs massiv Geld verbrannt haben. Ja, das heißt, es ist einfach viel zu viel Wirbel um das Thema. Und in diesem Wirbel wirbelt es auch eben die Schrottaktien hoch. Ja, und darauf will ich halt eben hinweisen, dass du hier ja, lernst zu unterscheiden, Moment mal, wo sind wir jetzt hier gerade und was sind die Unternehmen, die quasi auch hier nach oben gespült werden, die aber quasi einfach hier weitermachen und nicht in dieses Tal der Enttäuschungen ja, mit reingesogen werden, weil es gibt immer gute Unternehmen, die halt hier grundsätzlich nicht in diesen Zyklus dieser Technologie, dieser neuen Technologie hier reinkommt, sondern die es einfach schaffen, wirklich sich durchzuboxen. Das heißt jetzt konkret, auf was musst du achten, um bei KI-Aktien jetzt keine Fehler zu machen? Du solltest definitiv die Unternehmen suchen, die bereits schon etwas gemacht haben. Ja, das können große Unternehmen sein wie Alphabet, die zum Beispiel einfach sagen, hey, wir haben ganz, ganz viele Anwendungsbereiche, sei es mit diesen ganzen Google Word oder Google Sheets. Ja, das sind alles Sachen, die ich zum Beispiel auch im Alltag verwende. Und Google hat einfach gesagt, oder Alphabet hat gesagt, wir implementieren jetzt in unsere Produkte, die wir schon haben, AI rein, ja, KI rein, sodass der Anwender direkt, zack, einen Mehrwert hat. Und wir haben quasi keine Idee, was wir irgendwann mal machen. Das heißt, ich würde aufpassen vor den Unternehmen, die jetzt gerade in diesem Zyklus stecken und sagen, ja, wir werden irgendwann das, wir werden irgendwann dies, noch keinen Gewinn machen, ja, absolut abhängig sind von irgendwelchen Investoren und wo du für dich auch noch gar nicht klar siehst, wie wollen die denn jemals Geld verdienen? Das heißt, ich würde mich auf Unternehmen fokussieren, die bereits mit ihrem Geschäftsmodell irgendwo schon drin sind in der Technologie und jetzt durch KI massiv dran profitieren. Das ist die erste Kategorie von Unternehmen, die ich kaufen würde oder mir anschauen würde. Und die zweite ist, das sind halt eben wieder so die typischen Nebenschauplätze, dass du mal schaust, dass du jetzt nicht unbedingt sagst, okay, du guckst jetzt die Unternehmen an, wo ganz, ganz klar zu sehen ist, dass die etwas mit KI machen, sondern du überlegst, welche Unternehmen würden denn überhaupt
profitieren, wenn KI jetzt immer relevanter wird. Und das wird es. Ja, also egal, wie sich das hier entwickelt, langfristig geht diese Technologie, meiner Meinung nach KI, AI, den Berg rauf. Und da kannst du natürlich mal überlegen, hey, sehen wir uns jetzt mal diese Apple-Brille an, ja, die Apple Vision. Welche anderen Unternehmen profitieren davon? Ja, sei es von irgendwelchen Akkus, von irgendwelchen Bauteilen und so weiter und so fort. Und so kannst du halt vorgehen. Man braucht natürlich auch eine Menge Serverleistung, um dieses ganze Thema hier nach vorne zu bringen. Und so kannst du dir auch eben Unternehmen anschauen, die so oder so, egal, ob jetzt ein einzelnes Unternehmen es schafft im Bereich künstliche Intelligenz, die so oder so erfolgreich werden. Ja? Und das heißt, wichtig natürlich auch den Skill der Aktienanalyse hier zu haben, sodass du auch selbst ganz klar siehst, hey, das ist vielleicht nur mehr Schein als Sein bei Unternehmen, weil in so einer Phase, ja, wie gesagt, würde ich jetzt mein Unternehmen umschichten und sagen, hey, ich coache dich jetzt anhand von KI, dann wäre das moderner, dann wird das mehr Leute anziehen. Aber es ist nichts Nachhaltiges, weil was ist hier KI? Ja, das ist einfach nur Quatsch. Und es gibt halt Unternehmen, die machen das. Ja, die sagen jetzt, sie machen irgendwas mit KI, haben aber hinten dran eigentlich gar nichts. Ja, und es wird immer noch irgendwo manuell ausgeführt. Deswegen pass darauf auf, jetzt weißt du definitiv, was dieser Effekt ist. Den kannst du wirklich auf alles beziehen. Wichtig ist natürlich, dass du, wenn du Investments machst in dieser Phase, entweder hier einsteigst, ja, oder während dieser Phase hier aufpasst, wenn du irgendwelche gehypten Sachen hast, auch gerne mal dann Verkäufe machen und nicht dieses Tal mitgehen und dann gerne wieder hier massiv einkaufen, wenn es wirklich ganz solide nach vorne geht. Und wenn du selbst natürlich diesen Skill der Aktienanalyse auch mal lernen möchtest, dann kannst du dich gerne melden für ein kostenloses Strategiegespräch, in dem ich dir mal ganz genau zeige, was die verschiedenen Schritte der Aktienanalyse sind. Dafür kannst du dich gerne melden. Den Link, den findest du unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, dein Maxim Rode.